in der deutschen Sprache. Und gerade sind wir in der Pause, beziehungsweise jetzt nicht mehr, weil der Run losgeht. Willkommen zu X-Men 2 Clone Wars. Wir sind in einem kleinen Sega-Block, fällt mir gerade auf, weil auch X-Men weil auch X-Men 2 halt für das Mega Drive herauskam. Allerdings sieht man auch hier das, was ich auch eben bei Restar angesprochen habe, nämlich die Farbarmut. Restar war halt kunterbunt. Und 1985, ja, nice BCDS. Und X-Men 2 ist halt wahrnehmbar farbärmer. Er resettet, also zunächst mal im ersten Stage. Es ist random, welchen Charakter man kriegt. Er versucht halt, ja, Nightcrawler zu kriegen. Und jetzt geht's auch los, weil Nightcrawler ist halt die Figur, die wir halt am meisten nutzen. Wir sehen halt, er ist sehr flott unterwegs und sehr agil und besitzt halt die Fähigkeit, sich zu teleportieren. Und halt Wände hoch zu kraxeln. Das ist richtig, da war ich sie. Im Prinzip ist X-Men 2 halt so ein kleiner Durchlauf von den Who's Who an den Bossen und so, die halt damals in der Zeit der X-Men gerade akut waren. Sprich, wir sind jetzt hier bei den Sentinels, haben halt im Hintergrund diese wunderbaren violetten Füße gesehen. Nightcrawler hat übrigens, also es gibt einen Bug mit Nightcrawler, den man halt nutzen kann. Dass man nämlich durch Wände hindurch klippen kann. Megadrive war da zur Farbarm. Ja, was eigentlich die Konsole nicht hätte sein müssen, was halt Restar und so bewiesen haben. Aber okay, darüber habe ich mich schon mit wenig unterhalten. Ja, Nightcrawler, Kurt Wagner, ein Deutscher, auch wenn damals bei seinem Erstauftritt damals in den 70er Jahren die Deutschen halt typisch klischeereich als Hinterwäldler, Bajuwaren mit Lederhosen und Fackeln und Mistgabeln dargestellt wurden. Dann halt ein bisschen schade. Und überwiegend in diesem Gang geht es halt darum, dass wir Gegner versuchen zu vermeiden, beziehungsweise sie direkt zu zerstören, wenn sie im Weg sind. Aktuell müssen wir halt diese Computer zerstören, um den Weg frei zu machen. Und jetzt müssen wir noch umgehen. Ja. Der kommt auch in der vorletzten X-Teil vor. Meinst du, ich weiß ungefähr welchen du meinst. X-Men Apocalypse müsste das da gewesen sein, wo halt ein Kurt Wagner auftauchte. Kurt Wagner. So, Sentinel 2, das ist der Sentinel Core. Und wir schlagen einfach diese Schutzschilde oder was immer das auch ist drauf und zerstören das irgendwann. Iwasan, wir haben kein Follow Edge Kommando, weil ich da kein Freund von bin. Ich muss jetzt aufpassen, hat nicht mehr so. Okay. Sentinel Core besiegt. Und wir müssen fliehen. Gegen. Übrigens, wie kannst du bei Metroid mit Countdown? Gegen diesen Engel. Du meinst Warren Worthington. Das ist halt Angel in den X-Men. So this level is mostly super jumps. We could probably fit in a couple quick donations if we have some ready already. Oh, we have plenty of donations. Avalon. Avalon war halt zu dem Zeitpunkt, wo die Spiel herauskommt. Das war halt quasi die Heimat von
Magneto und seinen Acolytes. Und wir bleiben weiter Kurt Wagner, also Nightcrawler. Und haben am Ende dieses Stages einen kleinen Bosskampf. This game means so much to me and I'm so excited to watch it be run on GDQ. Black Eagles hype. So donate and let me know what house you love. Apocalypse war kein guter Film. Es tut mir leid, das zu sagen. Das war so der Moment, wo es mit den X-Men-Filmen ein bisschen, naja, was heißt, ein bisschen Backup ging. Ich fand diese Days of Future Past oder First Class, so wie diese X-Men-Filmreihe hieß, zu Beginn sehr gut. Aber, ja. Teleportieren und wir teleportieren so lange, bis wir halt diesen Boss besiegt haben. Jeder Teleport tut macht halt Schaden. Nightcrawler fallen erstmal runter. Kann er recht gut. Ich fand, er hatte Potenzial, aber das wurde nicht wahrgenommen. Es wurden halt sehr viele neue X-Men eingefügt. Ich glaube, Bishop war mit dabei, Psylocke und so. Und die kam halt nicht zur Geltung. Und Apocalypse als Schurken selber, in den Comics ist er unglaublich. Aber in dem Film war er eher lachhaft. Und in meine Dark Phoenix war dann ja auch so ein bisschen, ja, nee, komm, geh weg. Logan hingegen, also dieser Abschiedsfilm von Hugh Jackman von seiner Paraderolle als Wolverine, der war allererste Sahne. Vor allen Dingen wegen der Darstellerin von X-23. Laura ist ja, glaube ich, die Rolle. Keine einzigen Comic. Ich bin mit Comics aufgewachsen. Wir sind bei Wolverine und bekämpfen Exodus. Exodus war halt damals quasi die Rechterin von Magneto. Ein Mutant mit sehr vielen Fähigkeiten und dazu anscheinend unsterblich. Wolverine hingegen, also Logan, der Typ mit den Metallkrallen, mit den Anhörtürkrallen. Ja, je mehr Schaden kassiert, desto mehr Schaden teilt er aus. Huge, wow. Hugh Jackman. Im Kino gucken. Und das ist Magneto. Eric Magnus Lenz, ja quasi der Paradefeind der X-Men, beziehungsweise ab und zu auch Alliierter, wie jetzt in den aktuellen Comics. Der Herr des Magnetismus, ein Omega-Level-Mutant. Und auch ziemlich alt, weil er halt mit dem Holocaust großgeworden wurde. Wir haben ihn besiegt, Fortress 1, wie der Nightcrawler. Ich glaube, jetzt kommen die Dark Riders als Feinde. Ja, die Dark Riders. Also diese Truppe von Apocalypse. Maggot, was meinst du mit Exo und Vini? Omega-Level sind so ziemlich die stärksten Mutanten, die es im Marvel-Universum gibt. Und Jean Grey bzw. Professor Xavier sind halt zwei solche Mutanten. Das ist jetzt ein kleiner Bosskampf. Ich kenne den Charakter gar nicht. Also es ist halt ein, ich weiß halt nur, das ist halt ein Dark Raider. Magneto ist stark. Also Magneto ist einer der stärksten Mutanten im Marvel-Universum. Auch wenn er in Anführungszeichen halt nur... Egal. Ich kapier's nicht, Maggot Warrior. Auch wenn er in Anführungszeichen halt nur ein Meister des Magnetismus ist. Ja, Fortress 2. Wir müssen uns gleich das erste Mal durch den Boden klippen. Handelt sich der Port... Ja, da hat jetzt Schaden genommen, ist egal. Wir haben Schaden genommen und konnten dadurch halt durch den Boden klippen. Und durch den Boden klippen, und durch den Boden klippen. Bis wir am Ende des Stages sind. Nee, Alpha sind nicht die Schwächsten. Und das ist Apocalypse. N'Zabanur. Ein Ägypter, der halt in der Zeit der Pharaonen zum Mutanten wurde, quasi einer der ersten Mutanten überhaupt,
und der halt frei nach Darwin das Recht des Stärkeren, für das Recht des Stärkeren eintritt. Survival of the fittest. Und den bekämpfen wir natürlich als Wolverine. Wir müssen halt aufpassen vor diesen Kugeln. Und weichen den aus. Und diese blauen Kugeln greifen wir halt an, weil wir dadurch diese Maschine schwächen können. Und jetzt greifen wir Apocalypse selber an. Apocalypse halt hat viele Mutantenkräfte und vor allen Dingen kann er halt seine Form verändern. He will actually take the damage noise, but he won't take any damage and just keep spinning through. Und damit haben wir das geschafft und auf geht es ins Savage Land, wo wir die Savage Land Mutants kennenlernen. Dass wir uns jetzt da durch den Boden geklippt haben, das ist intended so, aber nicht, dass wir uns so diese Wand hochkraxeln können. Also diese Böden sind halt wirklich bei diesen dünnen Böden sind durchlässig. Jean Grey ist auch stark, aber trotzdem ist auch Professor Xavier ein sehr starker Telepath. Jean Grey ist halt nochmal eine Stufe stärker, weil sie auch eine starke Telekinetin ist. Deadpool kommt hier nicht vor. Auch wenn Deadpool halt, ja, was ist Deadpool? Deadpool kann sich im Prinzip von aller Verletzung, von jeder Verletzung heilen, die hat. Deadpool ist eher ein Anti-Held, Veni. Kein richtiger Held. So, warte, die Wände hochkraxeln. Es gibt hier nicht viel Varianz. Wir haben noch nach Savage 3 noch Savage 4, also Savage Land 4. D-Realtainment. Falsches Franchise. So, Teleport. Und wir sind halt in einer alten Ruine. Wenn es um fiese Sprüche geht, ist Spider-Man dann auch Mut. Ist Spider-Man dann sozusagen auch Mutant, weil er halt damit die Gegner zum Bein bringt. Ja, die vierte Wand durchbrechen, das ist halt auch dieses Paradebeispiel von ihm. Ja, es ist immer noch Savage Land 4. Wir müssen aber links langsam beim Boss ankommen, dem Master Brain. So, die Tür freiräumen. Und wir wechseln den Mutanten. Wir werden zu Hank McCoy, Beast. Und müssen halt, Mutant Brain angreifen, der auf einmal Klone erschafft, was wohl ein Zeichen dafür ist. Okay, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Beast ist halt sehr stark und sehr agil und gleichzeitig einer der intelligentesten Köpfe des Marvel-Universums. So, wir wechseln zurück zu Nightcrawler und sind jetzt in der letzten Welt, die Phalanx. Die Phalanx ist eine technoorganische außerirdische Rasse, die halt die Menschheit quasi absorbieren möchte. Aber wurde Wolverine nicht erst später zum Anti-Helden? Deadpool ist ein, also Deadpool und Punisher, das sind so die typischen Anti-Helden, aber Wolverine würde ich aktuell als richtigen Helden ansehen. Er ist zwar grummelig,
Aber ja, er ist halt einer der beliebtesten Mutanten. Einer der beliebtesten Marvel-Charaktere generell. Und das ist halt der Boss. Übrigens, netter Glitch. Wir sind quasi eingefroren und fügen diesem Boss halt ständig Schaden zu. And you gotta make sure to let go. I don't know if you mentioned that, Smelly, but you could keep him locked forever. So normally I would count the flashes to know how much damage I've done. So, eine Aufzugfahrt. Muss natürlich sein. Und da sind lauter Techno-Bienen, Insekten, wie auch immer. And it finishes with a boss fight. So we could probably go bananas with some donations. This will probably be our last chance before we finish out the run. Wonderful. I'm just gonna keep going. Tell me when to stop. All right. All right. $35 from Be Better Gamer. X-Men 2 Clone Wars is legit one of my favorite games of all time and one of the most underrated action platformers of the 16-bit era and my favorite X-Men game ever made. Oh, es ist einfach nur Ausdauer haben und dann immer wieder zuschlagen. And for SGDQ for finally giving this game the spotlight it deserves. Okay, Deadpool und Wolverine können sich auch wirklich die Fresse hauen. Deadpool gewinnt durch die Sprüche. Okay. $100 from Johnny Grunge. Happy to donate for a great cause. I love GDQ, and this event nearly always happens near my birthday. Good luck to all the runners. Happy birthday, Johnny. Happy birthday. And $50 from Terrarios. Oh boy, another. Wir müssen gleich fertig sein. Fine addition to my collection. $25 from Labid. Nightcrawler is my favorite X-Men and I've never seen this run before. Schön Artwork, wie gerne ich auch viele kommende Filme mag. Sobald ich sie anfange durch die Zeit zu reisen, habe ich gar keinen Spaß mehr. Ja. Also ich denke an Avengers Endgame. War ein guter Film, aber nicht so stark wie Infinity War. Und da fällt mir ein, ich muss endlich Spider-Man 2 rezensieren und dann. Also ich habe gerade ein Projekt, wo ich mich halt durch alle Comic durch alle Superheldenverfilmungen oder andere Franchise-Adaptionen durcharbeite ab 1997, ab der Release von Blade. Und bin jetzt gerade dabei bei Spider-Man 2 und dann kommt Catwoman dran. Dieser nette Film mit Halle Berry in der Hauptrolle. Was im Play? Der zählt zu den kritischsten Helden des Marvel-Universums. Blade hat eine einzige Mission: Vampire jagen. Das ist halt auch das, was ihn halt definiert. Er ist jetzt kein klassischer Held, also nicht so wie Wolverine oder Spider-Man oder so. Er war zwar jetzt vor kurzem ein Mitglied bei den Avengers, in den Comics jedenfalls, auch da hauptsächlich wegen Vampiren. Catwoman ist eine Comic-Verfilmung. Zwar nicht von Marvel, aber von DC. Und wir fallen erstmal hier herab, möglichst ohne etwas zu berühren, und dann werden wir gleich wieder fröhlich klippen. Ich bin auf die Neuverfilmung von Blade gespannt. Ja, wir müssen. Sind wir durch den Boden? Ja, Clone Factory. Ein riesiges Areal, wo wir einfach nur gegen verschiedene Klone der diversen X-Men kämpfen müssen. Was jetzt nicht, woher dieser Boss kommt. Ich glaube, der Schauspieler nennt sich Mustafa Ali oder so. Der war ja, glaube ich, der Hauptdarsteller in The Green Book. Nur wann diese Blade-Verfilmung rauskommt, ich weiß es nicht. Durch Corona hat sich halt alles verzögert.
Dark am Tiffy, aber die Zeit von Wesley Snipes als Blade ist vorbei. Und warum nicht auch neuen Schauspielern eine Chance geben? Ebenso bin ich auch gespannt auf, wann endlich bekannt wird, wann jetzt die Fantastic Four rauskommen. Ja, das sind lauter Klone, die halt fliehen und wir müssen diese Klone quer durch die ganze Anlage verfolgen. Müssen wir eine Kanalpunkte-Challenge machen, mal Nerd Talk durchführen. Also komm, Vinny, so schlimm ist das nun auch wieder nicht. It just takes a little bit longer and is a bit more dangerous than their normal pattern, so I'm gonna try to avoid it if we can. So, nächster Klon, Nightcrawler. Ein paar Treffer und dann ist er weg. Wir Fantastic Four kommen eigentlich noch einer. Ein einziger. Und so viele Fantastic Filme vorher gab es auch nicht. Je nach Zählweise 3 oder 2. Und die waren alle Grütze. Das ist übrigens Gambit, Remy LeBrew, der Objekte energetisch aufladen kann, sodass sie explodieren. Ich bin guter Dinge, Manusal. Das ist diesmal besser hinhaut. Die letzten Marvel-Filme waren eigentlich alle überzeugend. Und das ist wieder Wolverine. Wow, wie berauschend. Oder ein Sith Quizshow hat so ein fundiertes Wissen. Wir versuchen Fragen zu finden, die er nicht beantworten kann. Die Marvel-Netflix-Serien waren astrein. Ich habe es noch nicht alle gesehen. Ich habe jetzt über Psylocke, Betsy Braddock oder Quennen, je nach Perspektive. Halt auch eine Telepathin, die mit ihren Psy-Kräften zum Beispiel eine Art Psy-Klinge erzeugen kann. Ich finde von den Loki finde ich aktuell bärenstark und ich hoffe, dass sie das Ende nicht verkacken. Nicht so wie bei WandaVision oder Falcon and the Winter Soldier. Und das ist der Klon von Magneto. Es kommen auch viele neue Marvel-Verfilmungen. Ich freue mich auf jede einzelne davon. Und ich bin auf Black Widow gespannt. Da muss man gucken, wann ich dazu komme, den zu gucken. Aber ich befürchte, das wird vor ESA nix. Weil das einzige freie Wochenende, das wird das sein, wo ich bei meinen Eltern sein werde. Und das war Time. If you found this particularly interesting, now is the perfect time to give this run a try. We've got a Chill Artwork, Disney Plus lohnt sich. Doctor Strange wird großartig werden, Morbius wird großartig werden, Spider-Man wird großartig werden. Auf Eternals bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das umsetzen wollen, weil das wird ja ein riesiger Cast sein an Figuren, die irgendwie ausgebaut werden müssen. Ja, das ist Professor X. Professor Charles X. Xavier. Oder was meinst du, Zero-Sef? Thank you to GDQ staff, volunteers, everybody watching, everybody that's donated for making this event what it is and for having us today. We have such a great time. Das ist Professor Xavier. Closing comments from you guys? No, I think we just need our, Was ist eigentlich mit Emblem am Garde von Guardians of the Galaxy? Ja, das ist halt die große Frage. Wird das weiter fortgeführt? Oder wird das halt liegen gelassen? Ich schätze, wir werden es in Guardians of the Galaxy Volume 3 herausfinden. Thank you so much, Avery, for that.